Siehe, ich verkündige Ihnen große Freude, denn heute wird der Kulturpalast zur Bibelstunde. Herzlich willkommen. Im Reformationsjahr 2017 geht es bei uns um das meiste Buch der Welt. Unsere Frage: Was hat die Bibel uns heute eigentlich noch zu sagen? Die Antworten darauf sind mal lammfromm, mal geradezu teuflisch. Die Themen: Die Synchronstimme Gottes, Ben Becker als Gast auf dem Sofa, Marilyn Manson, Martin Luther als Musicalstar, eine Emoji-Bibel, Michael Vizegott-Pence, die 10 Gebote auf der Bühne und natürlich Harald Glöckler. Die Bibel, mein Buch, meine Quelle fürs Leben. Vor 500 Jahren hat Martin Luther seine 95 Thesen veröffentlicht und damit die Reformation in Gang gesetzt. Nebenbei hat er die deutsche Sprache, wie wir sie heute kennen, mehr oder weniger erfunden. Viele Worte, die wir heute benutzen, stammen von Luther. Morgenland, Gewissensbisse oder Redewendungen wie der Wolf im Schafspelz. Zum Lutherjahr gibt es neue Lutherbücher in Hülle und Fülle. Die einen beschreiben den Reformator als groben Klotz, der Sprüche raushaut wie »Warum rülpset und furzet ihr nicht?« Andere haben seine Schriften auf Herz und Nieren geprüft und erkennen in Luther den großen Revolutionär, der nicht bereit war, vor der katholischen Kirche zu Kreuze zu kriechen. Das wichtigste Buch ist natürlich die Bibel selbst, die als Lutherbibel 2017 neu herausgegeben wird. Wissenschaftlich überarbeitet und in einem komplett neuen Schuber. Ich denke, dass es ganz spannend ist, mal einen komplett neuen Bibelschuber zu machen, der auch junge Menschen vielleicht dazu bringt, eine Bibel zu kaufen, die vorher vielleicht gesagt haben, ach, irgendwie macht mich das jetzt so von außen nicht so an. Damit auch junge Leute wieder vom Äußeren der Bibel angemacht werden, hat nicht nur Designgenie Harald Glöckler einen neuen Bibeleinband geschaffen, sondern auch andere Künstler mit gutem Draht zu jungen Leuten. Here I am, will you send me an angel? Klaus Meine hat ein engelhaftes Licht auf den Schuber designt, während Uschi Glas auf die kunstpädagogisch bewährte Handabdruckmethode zurückgriff. Das ist es. Diese schmissige Musik, die Sie gerade hören, ist übrigens von dem kürzlich erschienenen Album A Tribute to Martin Luther von Dieter Falk. Lästermäuler mögen behaupten, er würde nur seinen Mantel nach dem Wind hängen, um im Lutherjahr viel Geld zu verdienen. Aber das wäre erstunken und erlogen. Vielmehr verbreitet er die frohe Botschaft mit Feuereifer. Zum Beispiel mit dem von ihm komponierten Pop-Oratorium Luther, in dem er den großen Reformer einmal ausbuchstabiert. Unser Kritiker und Luther-Experte Patrick Wengenroth hat das Luther-Musical angesehen und er findet, naja, ich will jetzt nicht vorher schon alles ausposaunen. Ja, ich finde, jetzt ist wirklich mal gut. Luther, das Pop-Oratorium heute in Hannover, hier stehe ich nun und kann nicht anders. So wahr mir Gott helfe. Amen. Luther, das Pop-Oratorium, die evangelische Kirche hat es produziert. Es gibt Solisten, die sind immer gleich und touren durch die ganzen Städte, wo dieses Musical gezeigt wird. Aber der Witz ist, die Choristen sind jedes Mal andere. Ganz viele Chöre, Laienchöre, unterschiedlichster Altersklassen. Der Jüngste, der mitmacht, ist angeblich 7, der Älteste angeblich 87. Und heute Abend stehen hier eben diese 1300 Laien auf der Bühne singend. Und plötzlich verwandelt sich die TUI Arena in den Reichstag von Worms 1521. Wir sind mittendrin. Wir haben dieses Gefühl, Luther wurde angeblich wie ein Popstar empfangen, als er dort vor Karl dem V. sprechen musste. Wahnsinnig. Ich bin ganz allein. So, das war der erste Teil. Ich hatte nicht so viel erwartet, aber auch nicht so wenig. Also so einfach hätte ich mir das jetzt nicht gemacht mit so einem komplexen Thema wie Luther. Ich muss wieder rein, es klingelt. Bam. Ein feste Burg ist unser Gott.
besseren Songs waren im ersten Teil eigentlich vertreten so. Aber es ist schon unterirdisch, wenn man bedenkt, dass es Menschen sind, die dafür bezahlt werden, Choreografen, Regisseure und so weiter. Die Stadt ist klein, der Spaß ist groß. Wer hier nicht ist, hat was verpasst. Musical, könnte man sagen, gehört eine gewisse Unterkomplexität zum Genre dazu, aber in diesem Fall ist das wirklich so dödelig, also wo man so denkt, Mann, hier sitzen erwachsene Menschen, selbst wenn die nur tagtäglich Bildzeitung lesen, macht die doch nicht so doof. Multiplikation, nicht die Tradition. Multiplikation ist die Zukunft. Ich fand wirklich diese Choristen, diese 1300 Laien, die da heute gesungen haben, wie gesagt, in jeder Stadt werden es andere sein, die haben das super gemacht, für die hat dieses Projekt einen Mehrwert. Ich habe mich entschieden. Musik war für Luther angeblich total wichtig. Deswegen haben sie das jetzt auch als Legitimation genommen, da so ein Musical draus zu machen. Und jetzt sieht man hier so einen krassen Stilmix. So nicht Soul, nicht Pop, nicht richtig Musical, auch kein Schlager. Und die Texte von Michael Kunze sind dann auch schon ganz schön knorzig. Die laufen da immer so links und rechts, so karaoke-mäßig mit. Ich bin jung, doch dumm bin ich nicht. Ja, man guckt sich das dann an, klar, 500 Jahre Reformation, das ist ein Grund, irgendwie Luther jetzt ordentlich abzufeiern. Aber eigentlich glaube ich, dass dahinter halt auch eine steigende Sehnsucht in unserer Gesellschaft steckt, dass unbedingt irgendwelche heroischen Identifikationsfiguren her müssen. Wer ist Luther? Und zwischendurch muss man dann bei der Personalie Luther oder bei dieser privaten Persönlichkeit, musste ich sofort an Trump denken, weil der war cholerisch. Der war mega anstrengend, der war rechthaberisch, hat Frauen sehr schlecht behandelt. Irgendwie, das kommt auch in zig seiner ganzen Sprüche da irgendwie raus. Die Wahrheit ist ein scharfes Schwert, das die Mächtigen das Fürchten lehrt. Ein Role Model für unsere freiheitlich-demokratische Welt heute ist Luther definitiv nicht. Leute, das war Mittelalter. Ich plädiere dafür, dieses Projekt fortzusetzen, aber nur mit Chören und nicht mit professionellen Musical-Darstellern. Das ist Mumpitz. Die Wahrheit ist ein scharfes Schwert. Jetzt klebe ich hier eine These hin. So. L-U-T-H-E-R. L-U-T-H-E-R. So, ich hoffe, wir haben jetzt niemanden vor den Kopf gestoßen. Martin Luther hätte das Pop-Oratorium bestimmt gefallen. Schließlich war er selbst ein Freund von Schlagermusik und schrieb christliche Texte für die populären Gassenhauer-Melodien seiner Zeit. Wie sagte er doch, nichts auf Erden ist kräftiger als die Musik. Wobei natürlich nicht nur christliche Musik sehr kräftig sein kann. Marilyn Mansons neues Album ist zum Beispiel ausgesprochen unchristlich, aber kräftig ist es trotzdem. Der Titel des Albums ist Programm, Satan, also Satan wie Satan. So ziemlich das Gegenteil von L-U-T-H-E-R. Der geköpfte Herr im Video soll übrigens Donald Trump sein. Manson sagt über sein Album, es geht um die verzweifelten Taten von Menschen, die an etwas glauben, das ihnen ein Ungläubiger predigt. Trump selbst hält sich ja relativ bedeckt für einen Republikaner, wenn es um den christlichen Glauben geht. Nur seine Lieblingsbibelstelle, die hat er mal verraten. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Überraschung. Kann aber auch sein, dass es einfach die einzige Stelle war, an die er sich erinnern konnte. Sein Vize Mike Pence ist da schon bibelfester. So bibelfest, dass einem Angst und Bange wird. Er lehnt sogar die Evolutionstheorie ab. Die Bibel lehrt, dass Gott Mann und Frau nach seinem Antlitz geschaffen hat. Und daran glaube ich, Herr Vorsitzender.
Ich glaube, dass Gott das Universum geschaffen hat, die Erde und alles darauf, inklusive des Menschen. Und ich glaube, dass auch die Wissenschaft eines Tages verstehen wird, dass einzig und allein die Schöpfungstheorie eine halbwegs rationale Erklärung für das Universum bietet. Oh je, wer die Bibel so wörtlich nimmt, der hat die Zeichen der Zeit nicht wirklich erkannt. Im Gegenteil, der tappt meiner Ansicht nach sogar ziemlich im Dunkeln. Denn in der Bibel steht wirklich grausames und menschenverachtendes Zeug. Der Film, der die Zeichen liest, der gerade im Kino läuft, hat einige Bibelstellen ausgegraben, die im Konfirmandenunterricht gerne mal unter den Tisch fallen. Und was da steht? Опустошена будет Самария, потому что восстала против Бога своего. От меча падут они, младенцы их будут разбиты, и беременные их будут рассечены. Отлично. Wer die Zeichen liest, ist ein großartiger Film des russischen Regisseurs Kirill Serebrennikov. Der Schüler Benjamin terrorisiert seine Umgebung mit einem fanatischen Bibelglauben. Besonders der Sexualkundeunterricht ist ihm ein Dorn im Auge. Так, морковка всем хватило? Да. Значит так. Презервативы, внимание. О, а можно мне два? Я не буду этим заниматься. Елена Львовна, это мерзотно. Эти придурки их надувают, а остальным уже так все известно. В Библии сказано. И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Он не говорил, наполняйте презервативы. Ты все сказал, Южин? Тима мальчика. Просто Елена Львовна говорит. Die Bibel in Benjamins Hand ist ein scharfes Schwert, dem die liberale Umgebung wenig entgegenzusetzen hat. Она думает, что мы должны бегать и засовывать в себя все, что нам придет в голову. А в Библии сказано, что все это пагубные страсти. Что гомосексуальность противоестественна, и делающие такие дела достойны смерти. Там все четко прописано. Педерасты заслуживают смерти. В буквальном смысле. Спокойно. Тихо. Это было 2000 лет назад. Мы живем в другое время, и сейчас другие правила. Wir leben in einer anderen Zeit mit anderen Regeln. Das ist doch mal ein Machtwort. Wobei sich natürlich die Frage anschließt, was ist denn dann mit den 10 Geboten? Sind diese Regeln nicht das moralische Fundament unserer Gesellschaft und gelten deshalb auch heute noch? Dieser Frage geht gerade eine Inszenierung am Deutschen Theater in Berlin nach. 15 Schriftstellerinnen und Schriftsteller haben jeweils ihr Lieblingsgebot ausgesucht und darüber einen Text geschrieben. Das ist gar keine so leichte Wahl. Mein Lieblingsgebot? Nein, du sollst nicht falsch Zeugnis reden wider deinen Nächsten. Gerade in Zeiten, ich sag's jetzt doch nochmal, der Trumpisierung unserer Welt. Quiet, quiet. Deswegen ist es total wichtig, dass man doch versucht, ehrlich zu sein. Du sollst Ehe nicht brechen. Aber sag mal, wer inszeniert denn die 10 Gebote? Jette Steckel. Keine leichte Aufgabe für die Regisseurin, so viele Texte unter einen Hut zu bekommen. Aber ich will jetzt mal nicht weiter um den heißen Brei herumreden. Ich wusste es. Immer! Du sollst nicht stehlen, lügen, ehebrechen, töten. Vor über 3000 Jahren wurden die 10 Gebote in Stein gemeißelt. Jetzt bringt Jette Steckel sie auf die Bühne. Die Regisseurin will herausfinden, welche Rolle der christliche Moralkodex heute noch spielt. Es ist nur eine Art von Widerstand, der dazu da ist, übertreten zu werden oder sich nicht erwischen zu lassen. So wie es ja irgendwie so ein bisschen die katholische Kirche dann manchmal nahelegt. Man kann eigentlich alle Gebote brechen, man muss nur hinterher Buße tun. Oder geht es darum, das zu befolgen? Neuntes Gebot! Du sollst nicht begehren deines nächsten Haus. Genau! Autoren wie Navid Kermani, Dea Loa oder Rocco Schamoni haben sich je ein Gebot vorgeknöpft und dazu Texte und Videos angefertigt. Auch der Leipziger Buchmessenpreisträger Clemens Meyer ist dabei.
Er ist konfirmiert, regelmäßiger Kirchgänger und hat einen Text zum ersten Gebot verfasst. Ich bin der Herr, dein Gott, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Doch gibt es überhaupt einen Gott? Ich zumindest suche jegliche Spur nach Transzendenz, nach Übernatürlichkeit. Plus ich finde wenig. Das ist das Problem. Ich finde wenig. Also man muss sehr geduldig sein, wenn man glauben will. Seine Zweifel thematisiert Clemens Meyer auch in dem Stück. Meyers alter Ego auf der Bühne ist hin und her gerissen zwischen seiner Liebe zu Gott und der Angst, seinen Glauben immer mehr zu verlieren. Du sollst dir kein ist tot, der Ton von Abel, keinsmal ist keinmal. Ich habe immer geglaubt, dass ich alles tun könnte, um das Nichts zu vermeiden. Ich habe immer geglaubt, dass das Nichts nicht möglich ist. Natürlich war das ein Ringen, aber dann macht man, ist ja ein alter Hut, macht das Ringen zum Text selbst. Und so ringen wir dann alle miteinander, Gott und ich und wer auch immer da noch vorkommt. Aber für mich ging es in erster Linie um die Sprachgewalt. Weil die Bibel, das ist ein Sprachkunstwerk. Das ist schon Wahnsinn. Die Wiege der Menschheit ist da schon irgendwo vorhanden. Das beschäftigt mich schon. Aber ich bin jetzt nicht so vermessen, dass ich sage, irgendwie die Bibel ist die große Verkünder der Moral. Da sind allenfalls Fragmente noch zu finden. Wirklich? Ist die Bibel nur ein Kunstwerk ohne moralische Auswirkungen auf uns? Dabei dreht sich doch momentan so viel um Religion. Rechtspopulisten wollen das christliche Abendland vor dem Fremden beschützen. Islamisten verüben Terrorattentate, töten für ihren Glauben. Viele aktuelle politische Themen werden auch in der Inszenierung angerissen. Es geht um Lügenpresse, Flüchtlingskrise und Terror. Also das handhabt ja jeder anders. Sie sollen zum Beispiel keinen LKW stehlen und in einen Weihnachtsmarkt rauschen, das ist ihnen völlig klar. Stattdessen sollen sie tun, was wirklich wichtig ist. Zur Bundeswehr gehen, in einen Jagdbomber steigen. Doch trotz schöner Regieeinfälle und beeindruckender Schauspieler wirkt die Inszenierung lose, zusammengewürfelt und langatmig. Das liegt vor allem an den Texten. Viele der Autoren setzen sich nur oberflächlich mit der Bibel und den 10 Geboten auseinander. Nur eins ist nach dem 4-stündigen Abend klar. Heute halten wir uns an keines der Gebote mehr. Du sollst nicht töten, ja, das sind wir uns irgendwie alle einig. Und gleichzeitig würde ich behaupten, das kann keiner sich irgendwo auf die Fahne schreiben. In einem Land, was drittgrößter Waffenexporteur ist und zu einem Teil der Welt gehört, der einen anderen Teil ausbeutet und so weiter und so fort. Jetzt am krassesten, finde ich, ist das nicht töten, aber du kannst genauso sagen, nicht stehlen, nicht ehebrechen, das ist ja alles, das kannst dir alles sofort sagen, okay, nichts davon gilt. Was der Abend leider nicht beantwortet, ob in der Bibel doch noch etwas steckt, was für uns heute relevant ist. Clemens Meyer meint ja. Die Bibel ist da und man sollte sich mit ihr auseinandersetzen. Es hilft in solchen Zeiten, in solchen durchtechnologisierten und durchvirtualisierten Zeiten. Das ist ja eigentlich, unser neuer Gott ist ja eigentlich das Internet. Das ist ja alles, was Gott ist. Das ist unsichtbar, man sieht es nicht und es geht überall rum und verkündet anscheinend große Wahrheiten. Ja, toll, also bin ich okay Freund von. Lieber wieder die alten Papyrusrollen rauskramen. Okay, genug Kulturkritik für heute. Bibel und Internet, das muss ich ja nicht gleich ausschließen. Ein australischer Übersetzer mit dem schwer auszusprechenden Namen hat ja sogar die gesamte Bibel in Emojis übersetzt. Insgesamt über 3000 Seiten. Will damit vor allem die Generation der Digital Natives ansprechen. Das erste Gebot sieht dann so aus. Versteht man noch gleich viel besser, oder? Alles Quatsch. Emoji, was soll das sein? Also Unsinn. Gott sollte mit der Faust reinschlagen und diesen ganzen Mist zertrümmern. Die allerersten Versuche, Bibeln in Emojis zu übersetzen, stammen übrigens nicht von, sondern von dem chinesischen Künstler Xu Bing. Dessen Bibelbilderrätsel sind ab Mai in Wittenberg zu sehen, in der Ausstellung Luther und die Avantgarde. Zusammen mit Werken von Großkünstlern wie Ai Weiwei, Olafur Eliasson, Isa Gensken und diesem Roboter. Thank you.
Die Künstlergruppe Robot Lab hat diesen frommen Industrieroboter so programmiert, dass er die gesamte Bibel mit Tinte abschreibt. 9 volle Monate wird er dafür brauchen. Martin Luther hätte es wahrscheinlich gefallen, denn der mochte ja neue Technologien. Und Tinte mochte er auch. Den Teufel mit Tinte besiegen. Der Druckerpresse die Lüge zerquetschen. Nicht mit Gewalt. Nicht mit Blut soll für das Evangelium gekämpft werden, sondern mit Tinte. Mit dem Wort allein. Den haben Sie erkannt, oder? Es ist natürlich Ben Becker. Luther kann von Glück reden, dass er von Ben Becker gespielt wurde. Denn der Reformator hatte ja bekanntlich nur ein dünnes Fistelstimmchen. Ben Becker hingegen... Er hat wirklich eine geile Stimme. Also das muss man ihm lassen, das ist echt großartig. Also wenn ich gefragt werden würde, wer die geilere Stimme hat, Ben Becker oder Gott? Natürlich Ben Becker, der ist so cool. Ja, also Gott raucht und trinkt nicht, also von daher ist es unfair. Mein Name ist Martin Luther. Ich habe entdeckt, dass Gott nicht der ist, für den ich ihn mein Leben lang hielt. Ben, die Bibel, Becker. Er ist zwar kein Christ, doch sein Hang zum Christentum frönt der Mann mit der Bärenstimme trotzdem. So auch in der Doku Luther, Kampf mit dem Teufel von 2007. Warum nicht unsere Hände waschen im Blut des abscheulichen Papsttums? Warum nicht eine gefährliche Feuersbrunst mit unserem Blut löschen? Auch dieses Jahr ist Becker wieder in christlicher Mission unterwegs. Mit seinem Projekt Ich, Judas, einer unter euch wird mich verraten, tritt er vor allem in Kirchen auf. Kernstück ist der Monolog Ich, ein Jud von Walter Jens, eine flammende Verteidigungsrede für Judas. Judas, der Teufel! Judas, Mörder von Anbeginn an! Judas, Gottes verworfener Sohn! Gottes verworfener Sohn ist Ben Becker zwar nicht, aber hin und wieder ist der Vollblutschauspieler nicht ganz so lammfromm, wie es die Bibel lehrt. Im Herzen ist er Punk. Exzessiv, maßlos und unangepasst. Er zelebriert das Leben und sich selbst. Ich sage, scheiße ist bloß, dass man nicht gleichzeitig auf der Bühne und in der ersten Reihe sitzen kann. Also das ist irgendwie schade. Wie Gott im Himmel! So fühle ich mich. Wie Gott auf Erden hat Ben Becker auch Texte aus dem Alten und Neuen Testament auf die Bühne gebracht. Die Heilige Schrift als bombastische Show. Am Anfang war das Wort. Und Gott sprach, es werde Licht. Was bedeutet dir die Bibel, Ben? Ich bin ja nun nicht so bibelfest, wie immer alle glauben oder so. Mich hat das Ding irgendwann interessiert, weil ich komme ja aus der 68er-Generation bin ich mit aufgewachsen. Und bei mir zu Hause spielte die Bibel irgendwie nie eine Rolle. Mehr der Kommunismus, nicht der damals real existierende, sondern ich gerne sage, die Utopie und so. Und dann habe ich irgendwann gesagt, dieses Buch, aus dem mein verstorbener Papa Otto zu Weihnachten immer gelesen hat. Und dann hat er immer angefangen zu weinen und ich habe gedacht, warum weint denn der jetzt? Und dann habe ich mir irgendwann diese Bibel genommen und gedacht, was kann man damit machen? Ich bin dann auch mal, wenn man mal eine Auszeit braucht oder so, bin ich dann in so ein Benediktinerkloster und habe dann da zum ersten Mal erlebt, dass man nach einer katholischen Messe die Leute aufstehen und sagen, Friede sei mit dir, Bruder. Mhm. Wildfremde Leute, Friede sei mit dir, Bruder. So. Und das fand ich irgendwie toll, dass Leute plötzlich so diese kindliche Utopie von, da kommen wir wieder zum Kommunismus eigentlich, alle Menschen werden Brüder. Mhm. Also lass uns doch einfach mal in den Arm nehmen und vernünftig miteinander umgehen. Ich bin der Erste und der Letzte, der Anfang. Und das Ende.
Jetzt sprichst du ja den Text unglaublich eindrücklich. Also das ist ja, das ist eine Messe, empfinde ich. Wenn pathetisch, sagt man, um mir, wenn man mir wehtun will, sagen sie immer pathetisch. Gut, ich also, möchte wo, dir nicht wehtun. Wobei ich nichts gegen, also pathetisch finde ich gar nicht schlimm. Das ist ja nur, pathetisch ist ja nur groß ausgestellt. Und das ist nun mal nicht die wöchentliche Mickey Maus, die ich auch abonniert habe. Immer noch? Ja, immer noch, die man da verliest. Sondern das sind ja schon große Texte und auch große Bilder, wo ich meine, da braucht man keine Angst vor haben, die auch groß hinzustellen. Also das ist ja nur auch länger her. Mhm. Ich mache jetzt die Bibel gerade nicht mehr. Aber natürlich verkauft sich kein Buch so gut wie die Bibel. Ich weiß nicht, wie gut sich das verkauft. Unfassbar. Oder was. Aber ich verkaufe es ja leider nicht. Ich hatte tatsächlich mal die Idee, und habe gesagt, also irgendwie bei der Lufthansa oder so im Flugzeug. Und dann habe ich gesagt, sagen Sie mal, Entschuldigung, zu der Stewardess, ich sage, haben Sie denn noch eine Bibel? Ich habe Flugangst. Und also, wenn, ja, habe ich gesagt. Haben Sie? Nein, ich habe nicht wirklich Flugangst. Kommt drauf an, manchmal. Aber hatten Sie die Bibel? Nein, die haben Sie nicht. Es gibt ganz viel, weißt du, wenn so ein Ding abstürzt und du weißt, jetzt ist Feierabend. Also wie dieses Arschloch, das da, weißt du, in die Berge reingeballert ist vor 2 Jahren oder was. Ja? Jetzt stell dir mal vor, du sitzt da oben oder einer sagt, wir fliegen jetzt, Schnauze, jetzt geht's in den World Trade Center. Mhm. So, dann sitzt du da und weißt, es ist gleich vorbei. Was willst du da machen? Da gibt's nur 3 Sachen. Also ich würde sagen, ficken fände ich gut. Whisky finde ich gut. Ist die Frage, Whisky findest du da würdest du wahrscheinlich ganz schnell jemanden finden. Also ich glaube, da hätte Sasat, hallo, sind Sie der gleichen Meinung? Also ein letztes Mal ballern, Dann hast du jetzt schon den Whisky und als drittes würde die Bibel kommen. Nein. Ach so. Moment, jetzt wirst du aber, Halleluja, habe ich die falsche Reihenfolge gewählt oder nein, was? Nein, überhaupt nicht. Ich habe gesagt, als erstes habe ich gesagt, ficken. So, dann Whisky. Wir können das auch mit. Und ja, mein Gott, jetzt gehe ich. Nein, bleib bei uns. Pass auf. Nein, und die Bibel, natürlich. Die Bibel als Trost, als Rettung in der Not sozusagen, die in der Hand zu halten und ein letztes Gebet zu sprechen. Und für mich selber Liebe zu predigen und dankbar zu sein und zu wissen, jetzt ist gleich over. Amen. Danke, Ben Becker. Ich hoffe, unsere kleine Bibelstunde hat Ihnen gefallen, liebe Gemeinde. Und falls nicht, in der Zukunft wird alles besser. Denn schon nächste Woche melden wir uns wieder und unser Thema ist dann Science Fiction. Leben Sie lang und in Frieden.